jeder Schaden, den ich Mobs zufüge, bekomme ich selber zurück. Das heißt, wenn ich zum Beispiel ein Schaf mit einer Axt critte, bekomme ich selber 4,5 Herzen Damage. Unser Ziel heute ist es, den Ender Dragon zu besiegen. Falls ihr weitere Ideen für Challenges und Videos habt, dann schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Ich lese mir alles durch und vielleicht bist ja auch du im nächsten Video. Und was alles Verrücktes passiert ist und ob wir es geschafft haben, das seht ihr in diesem Video. Also wünsche ich euch viel Spaß mit der Mirror Damage Challenge. Ich kann euch das jetzt mal als Beispiel zeigen, okay? Das ist das Standard-Tool. Ich habe 4 Herzen. Oh mein Gott, stimmt, es geht ja schon los. Das Ding ist halt, guck mal, jetzt ist Nacht, ich bin low. Das war, um zu testen, das war, um euch zu zeigen, wie die Challenge verlaufen könnte. Zweiter Try, ich werde es dieses Mal beachten. Wir müssen, glaube ich, so schnell es geht, ein Feuerzeug und dann Lava einmal holen, weil, ich meine, das hier, das killt mich fast. Wait. Oh mein Gott. Wir brauchen Schafe für Betten, aber wenn ich so mache, bin ich fast tot. Oder wir machen so. Wir müssen halt mit verschiedenen Tools spielen. Zack, ich bin fast tot. Oh mein Gott, jetzt beginnt's. Ich darf den Creeper zum Beispiel jetzt nicht töten. Ein Crit. Und jetzt nochmal. Oh mein Gott, ich darf mich nicht nochmal halten. Okay, anderthalb, wenn ich nicht crit. Aber mit Crit wäre es halt viel mehr. Ah, das. So, jetzt kommt dieses Ding. Ich hätte den Zombie gerade gehittet. Ich habe gerade noch dran gedacht. Schaut mal. Ich mache mir Big Damage damit. Es war jetzt kein Full Crit. Oh mein Gott, ich muss echt aufpassen, ne? Ey, das ist so hart. Copium. Ah, ich vergesse es legit immer wieder. Ich darf echt nicht critten. Das Ding ist, wenn ich jetzt ihn hitte, ich mache mir halt schon... Oh, ich mache mir schon gut Damage. Weil schaut mal, wie... Oh, wie viel Damage ich mir mache. Ich muss die Creeper benutzen, um Damage zu machen. Wir killen tatsächlich das Skelett. Wir lassen das Skelett mal verbrennen. Kommt her. Gute Nacht. Und wir sind... Oh, direkt bei der Festung. Okay, die erste Challenge. Du kriegst kein Lava-Damage. Oh mein Gott. Boah, wir machen uns so viel Damage, ne? Boah, Junge. Wir werden jetzt sehr, sehr anders spielen. Kann ich nicht so machen? Nee, kann ich nicht. Okay, ich mache mir viel zu viel Damage damit. Broski, ein Hit. Hinter mir zumachen wäre schlau, ja. Erste Herausforderung. Mit Lava können wir sie nicht killen. Wir müssen fighten. Junge, das ist halt... Das ist so riskant. Wir haben jetzt eine Blaze Rod. Das ist halt das Ding. Ich mache mir halt viel zu viel Damage. Mach den Double Hit. Mach den Double Hit. Es ist... Ich mache mir so viel Damage damit. Die Kollegen kriegen halt kein Damage von der Lava. Ich bin tot. Ich lebe! Ja, im Endeffekt muss ich es versuchen runterzustoßen. Aber die Blazes machen zu viel Damage von außen. Nur uns ein paar Blöcke. Ja, oder hier ist einfach Lava drin, random. Die Blaze-Fights sind wirklich ehrenlos. Boah, Alter, es ist so... Es ist so ekelerregend. Setz sie in den Kessel voller Wasser. Die Lohn, yo, save. Ja, das ist halt wieder das Todesurteil. Ich muss gappen. Das ist too much. Ein Crit. Pam. Oh mein Gott, okay, wir haben zwei. Oh mein Gott. Ah, weg. Moment mal ganz kurz. Warte mal ganz kurz. Ganz kurz. Stopp. Stopp, 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 stopp. Oh Gott. Der hat mich durch. Bro, hit mich halt da durch. Ist okay. Crit und ich bin auf 3 Herzen. Meine Axt ist. Oh wait, meine Rüstung ist nur kaputt. Alles gut. Dich kill ich. Bro, dich kill ich. Ich habe überhaupt. Oh mein Gott. Alles gut. Ich werde den Spawn abbauen. Wir haben zu viele hier. Das ist so riskant. Oh mein Gott. Bro, wie wär's? Er ist aber ins Loch gegangen, Mann. Tschüss. Und Blazer Nummer 4. Wisst ihr was? Wir gehen das Risiko ein. Ich habe extra nicht gequittet, aber es hätte wahrscheinlich keinen Unterschied gemacht. Nee, 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 nee. Boah, hier sind zu viele Winter Skeletons. Wir können das nicht machen. Den Ender Dragon werden wir auch so fighten müssen. Mit Betten und so. Die Blaze Rod respawnt gleich, ne? Die spawnt, meine ich. Wir haben sie. Let's go. Gestorben. Ich weiß nicht, ob wir... Ja, wir sind tot. Wir sind tot. Das war's. Kollege. Bro! Ah, oh mein Gott, das ist so hart. Das ist so painful gerade. Oh mein Gott. Ich mach nicht ernsthaft... Junge, wie ehrenlos ist das denn? Boah,
Boah, Alter, es macht so viel Damage, ne? Leute, es ist nicht Haram, ich weiß. Tut mir leid. Wir haben Hunger für immer gestillt. Wenn wir jetzt einen Power 4 Bogen benutzen oder sowas. Klar ist es stark. Klar machen wir viel Damage mit dem Ender Dragon, aber wir machen uns selber halt auch insane viel Damage. Also einen Eisengolem killen wir auf jeden Fall mit Lava. Weil der wird uns hops nehmen. Du hast gerade fast dein Eisen verbrennen lassen. Ich critte sie einmal. Oh mein Gott, das ist so krass, ne? Wenn ich mich selber critte und er mich noch hittet, währenddessen bin ich halt One-Hit. Wir müssen mal alles traden kurz. Kollege, weißt du Trade? Aha, er von da ganz hinten nimmt natürlich den Job, anstatt er. Es ist so typisch. Hallo? Kollege, danke. Ah. Patz, bam. Emeralds sind sehr, sehr strong gerade. Wir können ja euch einfach mal aus Spaß noch mitnehmen. Perfekt. Bruder, bleib stehen. Hallo. Nein, nein. Oh mein Gott, ich hab's also noch. Saved. Wir haben unseren Herren gefunden. Wenn wir Pech haben, ist es der falsche Trade. Wenn wir Glück haben, nicht. Also, hier, zack. Redstone. Lapis. Glowstone. So, und jetzt. Okay, saved. Pearl Trades. Okay, wir haben genügend Pearls. Oh mein Gott. Prot 3, Prot 3, Prot 3. Oh, wir können schon gerade. Okay, wir haben alles. Hat gestern von Dust Trust. Oh mein Gott, ich vergesse jedes Mal, dass es so viel Damage macht, ne? Ich glaube eher nicht. Aber interessant. Dias! Ich habe so X-Ray. Okay, ein Dia. Oh, Jungs. Zwei Dias, drei Dias, vier Dias, fünf Dias. Sechs Dias. Ich fasse es nicht. Wirf einmal und ich komme zu dir. Ich habe Slowness. Ich muss echt chillen, ne? Ich hitte dich und mache mir viel Damage. Das ist so riskant. Boah, also wenn es was Nerviges gibt, dann sind es wirklich die Baby-Zombies in diesem Game. Hier ist ein Baby-Zombie auf dem Huhn und da ist ein Baby-Zombie auf dem Huhn. Auf Höhe minus 58 werden Eisenbraten. Oh mein Gott, ich habe so X-Ray. Alter, habe ich X-Ray. Dia-Hose und wir sind Full-Dia und sind ready to go. Wir machen uns jetzt Full-Prot 4. Power 2 Infinity. Zack. Das ist das, was wir machen. Das ist das Maximale, wo wir reingehen. Das ist so geil. Wir sind schon wirklich gut equipped jetzt. Sollte ausreichen für unseren Run. Wir sind bei der Besten rausgekommen. Ich möchte aber nur eine Festung haben. Festung. Yes! Oh mein Gott, was? Hä, wir sind voll lucky. Wie viel Damage machen wir uns? Ein Herz nur. Ja, okay. Weg hier! Unsere Rüstung hält das Safe noch aus. Blaze Rod Nummer 5 aus 7. Letzte Blaze Rod, come on. Jawohl, easy. Oh Gott! Oh mein Gott! Oh Gott, Alter, das war wirklich knapp. Mit der Mirror Damage Challenge das Spiel durchzuspielen ist schon schwierig genug, aber einen Raid zu spielen könnte vielleicht noch mal ein bisschen schlimmer sein. Wie viel Damage macht ein Power 2 Infinity Bogen an eine Prot 3 Dia Rüstung? Ein Damage, ein Herz Damage. Okay, es ist schon gut Damage. Wir holen die ganzen Schafe hier mit, damit wir uns Betten machen können. Unsere Rüstung hat schon ordentlich Hits bekommen. Ich glaube, wir müssen sie sogar noch mal reparieren. Ich bin so smart, Leute, passt auf. Boah, Leute, also das war wirklich mega smart. Hello there. Oh mein Gott, was? Okay, warte mal ganz kurz. Ey, ich overacte gerade nicht. Ich bin insane überrascht. Wir suchen die ganze Zeit einen Outpost. Jetzt kommt mitten einfach irgendwo, mitten auf der Landschaft, einfach so eine kleine Gruppe an. Okay, wir holen direkt einen Raid. I guess, wir kommen jetzt weiter. Wir haben jetzt Bad Omen. Wir müssen auf alle Fälle mit Booten spielen. Wir werden mit Lava spielen und mit Booten versuchen, die Mobs zu trappen. Es könnte sein, dass wir es jetzt failen, ne? Blüchen. Oh mein Gott, Digga, man kriegt ja auch Knockback. Man erschreckt sich jedes Mal. Boah, das macht schon nicht wenig Damage. So, da mit dem Ravager. Da geht's jetzt nämlich los. Okay, Ravager haben wir. Wie gesagt, es ist halt nur eine Sache. Oh mein Gott, ich bin so ein Idiot. Bro, ich wollte dich nicht hitten. Unsere Rüstung ist halt echt schon... Digga, unsere Rüstung geht halt einfach so schnell kaputt. Let's go. Und wir haben Totem. Ich hoffe, dass jetzt nicht unter uns zu viele Mobs sind. Oh Gott, ich bin so blöd. Nein! Wie dumm! I'm done. Ja gut, perfekt. Hi. Digga, das ist so krass, ne? Oh mein Gott. Okay. Okay, wir haben Stronghold. Easy. Ich weiß nicht, ob 63 und 120 Armor Durability reicht für den Fight. Bumm. Bumm. Zwei Dias pro Piece. Zack, zack. Zwei Dias pro Piece. Ja, mehr als zwei. Bam, bam. Unsere Rüstung sollte hoffentlich den Endfall aushalten. Protection. Bam, bam. Protection 4. Let's go. Oh mein Gott. Es ist sogar
Genau. Oh mein Gott, es ist genau 11 Augen brauchen wir. Ich fass es nicht. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Okay, mich interessiert es jetzt mal, wie viel Damage wir uns selber machen, wenn wir die Endcrystals anhitten. Ja, hitten muss halt auch noch gelernt sein. 2,5 Herzen! Pam, pam. Das ist wirklich crazy. Shut up! Digga! Er purged, wir können jetzt wenigstens hitten. Let's go! Okay, let's go! Ich habe echt gedacht, wir machen uns mehr Damage, aber wenn wir Prot 3, Prot 4 haben, machen wir uns halt echt kaum Damage. Jawohl. Und die Challenge ist vorbei, wenn ich aim hätte. Als ob. Okay, wir haben es. Unter 6 Stunden. Komm her. Sehr schön. Damit ihr das seht. Wenn ich jetzt keine Rüstung habe, ich bin fast one-hit. So. Ne? Deswegen, nur damit ihr es mal gesehen habt. Man muss sich gute Rüstung machen.